Moin Moin und herzlich willkommen beim Copter College. Lange hat es gedauert, immer wieder hat es Verzögerungen gegeben. Eigentlich sollte er schon vor über einem Monat ausgeliefert werden. Ja, ihr könnt raten, worum es geht. Es geht um den DJI Mavic. Das ist der neue kleine Copter von DJI. Kleiner als der Phantom 4. Ja, das ist das Coptergerät für unterwegs zum in die Tasche stecken. Ich möchte euch heute den Copter vorstellen, auch dann das Zubehörpaket dazu. Ich habe das Fly More Combo Paket mit dabei. Da sind nochmal Akkus mit drin und noch eine Tasche. All das möchte ich euch heute vorstellen und natürlich auch schon ein klein bisschen zeigen, was in der App möglich ist. Natürlich gibt es danach dann noch weitere Videos zum Mavic, Flugvideos und nochmal genaue Erklärungen zu den neuen Funktionen, die es in der DJI Go in Verbindung mit dem Mavic gibt. Schauen wir uns einmal an, was im Paket des Mavic drin ist. Wir sehen hier einmal den Copter und die Fernsteuerung. Dann haben wir hier unter diesem Paket haben wir einmal Kabel. Das ist einmal ein USB-Kabel. Dann ist hier noch ein kleines Verbindungskabel, noch ein kleines Verbindungskabel, ein Netzkabel. Hier sehen wir die Fernsteuerung und bei der Fernsteuerung schon gleich die erste Auffälligkeit. Hier ist ein kleines Display drin. Von den Phantom 4 und Inspire Fernsteuerungen sind wir gewohnt, dass da kein Display drin ist, sondern ausschließlich über iPhone oder angeschlossenen Device die Darstellung erfolgt. Ja, hier ist ein kleines Display, da werden wir uns dann angucken, was da drauf angezeigt wird. Dann ist natürlich in der Verpackung der Mavic, so sieht er aus. Ja, und ihr seht jetzt schon, dass der herrlich kompakt ist. Das liegt, und das zeige ich euch gleich, wie das dann entsprechend geöffnet wird, an den Armen, die ausklappbar sind. Hier liegt noch einmal die Schutzhülle vorne für die Kamera. Die ist jetzt schon ab. So, dann haben wir hier einmal die Bedienungsanleitung, Garantiehinweise etc., also alle schriftlichen Unterlagen. Dann ist hier einmal das Netzteil drin und hier drunter in den beiden Beutelchen, ja, ihr könnt es schon ahnen, das sind die Propeller. So, das ist also einmal der Inhalt des Kartons. Das heißt, wir können uns jetzt dem Copter widmen und können den einmal in Betrieb nehmen, beziehungsweise eins noch vorher, bevor wir uns damit beschäftigen, zeige ich euch noch, was in dem Fly More Combo Paket drin ist, dass ihr auch das einmal seht. Es gibt eben zwei Pakete, einmal nur den Mavic Pro, da ist also nur das drin, was ich euch gerade gezeigt habe, und dann gibt es eben noch diese Fly More Combo, und da gucken wir mal, was jetzt noch in der Fly More Combo drin ist. Da sehen wir einmal den Batterie-Charging Hub, das heißt, hiermit können mehrere Batterien geladen werden. Dann haben wir den Car Charger, damit habe ich die Möglichkeit, den Mavic unterwegs mit dem Auto über die Autosteckdose bzw. den Zigarettenanzünder zu laden. Dann ist hier nochmal eine zusätzliche intelligente Flight Battery, also noch ein zusätzlicher Akku drin. Und noch ein zusätzlicher Akku. Dann haben wir hier nochmal Ersatzpropeller drin. Und
Das ist Battery to Power Bank Adapter. Ja, was das ist, kann ich mir im Moment nicht so genau vorstellen. Gucken wir uns dann aber auch nochmal an, was das ist. Also hat irgendwas mit Batterieadapter zu tun. Das ist also einmal das, was in dem Kombo-Paket, Flymore-Kombo-Paket drin ist. Spannend natürlich, die zwei zusätzlichen Akkus und das Mehrfachladegerät. Klar, das wird wie beim Phantom und beim Inspire, da sind die preisgünstigen Ladegeräte genauso konzipiert, wird die Akkus natürlich nur nacheinander laden und nicht gleichzeitig. Aber immerhin, man muss nur einmal die Akkus anschließen und dann geht's los. Ja, und als letztes hier in der Packung drin, dann, ich hatte es schon angedeutet, einmal die Tasche. So sieht sie aus. Einmal hier auf. Das ist die Tasche. Ja, und ihr seht, da passt alles rein. Da passt der Mavic, die Fernsteuerung, die Akkus rein. Also wirklich sehr, sehr kompakt. Den kann ich mir locker bei einer Wanderung umhängen und kann damit den Kopter ganz bequem mitnehmen. Der Größenunterschied ist erheblich. Ich werde aber da nachher noch genauer drauf eingehen. Beim Auspacken fällt es sofort auf, der Mavic ist unglaublich klein und kompakt. Einer der Gründe ist, weil die Arme eben eingeklappt sind. Das sieht man hier sehr gut. Bevor ich jetzt anfange, ihn aufzubauen mit den Propellern, einmal der Check, was wiegt der Mavic? Die Batterie ist jetzt drin, die Propeller hier unten sind schon dran. Es fehlen nur noch die beiden Propeller hier oben. Das heißt, wir wiegen ihn jetzt einmal. Und dann sehen wir, das sind 738 Gramm. Zwei Propeller kommen noch dazu. Also dann liegen wir bei 740 Gramm für den Mavic und das ist unglaublich leicht. Zum Vergleich, hier steht der Phantom 4 mit dem Gimbalhalter zwar, aber mit Akku drin, also im Prinzip in ähnlicher Ausstattung. Und wenn wir den einmal draufstellen, dann sehen wir, da sind wir bei 1408 Gramm, also gut das Doppelte für den Phantom im Vergleich, na nicht ganz, das Doppelte für den Phantom 4. Ja, und wenn wir uns jetzt noch einmal die Abmessungen angucken und einmal schauen, wie groß der ist, einmal hier das Maßband in der Länge, das sind so rund 22 cm, Breite, liegen wir so bei knapp 10 cm, zwischen 9 und 10 cm, hier stehen so ein bisschen die Propeller raus. Ich würde sagen, knapp 10 cm und dann schauen wir noch einmal in der Höhe. Da sind wir bei 8 cm. Also unglaublich klein im Vergleich dazu mal ein iPhone daneben gelegt und dann sieht man schon, der ist nicht viel größer als ein iPhone. Unglaublich kompakt. Ja, und daneben nochmal dann passend die Fernsteuerung. Auch da seht ihr, sehr kompakt, sehr klein alles. Hier fehlt natürlich noch das Display, das heißt der Device, wie der gleich installiert wird, das gucken wir uns gleich dann an. Ja, fangen wir an. Einmal mit dem Ausklappen der Arme. Das geht also einmal zack, zack. Und dann sind hier unten drunter die beiden anderen und die werden so rum aufgeklappt. Das heißt also einmal von unten nach oben aufgeklappt und so sieht der Kopter dann fertig aus. Ihr seht hier die Propeller, das ist ganz clever gemacht. Das sind Klapppropeller, das heißt, die sind hier schon parallel zu den Armen. Und wenn man die Motoren startet, klappen die sich automatisch aus. Man kann die natürlich aber auch selber vorher schon aufklappen, aber sie würden auch beim Starten der Motoren sich entsprechend ausklappen. Was noch fehlt, sind hier vorne die beiden Propeller. Da müssen wir jetzt einmal gucken. Hier im Säckchen. Bisschen wundert mich das allerdings, dass die fehlen. Denn eigentlich sollte
der Copter komplett bestückt sein. Na, gucken wir mal. Von den Farben her seht ihr hier wieder weiß und schwarz. Und genauso ist es hier auch markiert. Hier die weiße Markierung auf dem Motor und die weiße Markierung auf dem Propeller. Und das sollte ein Quick Release sein. Ich habe es selber noch nie gemacht. Einmal drauf, einmal schließen. Das war's. Und genau das Gleiche machen wir dann hier beim schwarzen Propeller. Und das war's. Fertig. So, die Propeller sind drauf. Hier vorne seht ihr die Kamera des Mavic. Und da ist jetzt noch einmal die Abdeckung drauf. Das ist einmal diese Abdeckung und zusätzlich noch eine Plastikkappe. Ja, einige werden das im Netz schon gelesen haben, dass es da zu Reflexionen kommen soll und dass es sinnvoll ist, diesen Gimbal-Schutz abzunehmen. Einige fliegen mit, einige ohne. Ganz klar, so ist die Kamera natürlich besser geschützt, aber es soll zu Reflexionen kommen. Ich werde das natürlich selber beim Fliegen nochmal testen, wie stark die Reflexionen respektive, wie stark die Beeinflussung des Bildes dadurch ist. Man kann diesen Schutz aber ganz leicht abnehmen. Hier unten ist einfach so ein kleines Hebelchen oder ein kleiner Verschluss und damit kann ich dann die ganze Konstruktion abnehmen und somit liegt die Kamera dann frei. Ist natürlich bei der Landung, wenn ich da im Gras lande oder auf nicht ganz sauberem Untergrund, ist die Kamera respektive der Gimbal natürlich nicht mehr so gut geschützt. Aber wie gesagt, ich werde da nochmal den Test machen und das nochmal genau kontrollieren, wie schlecht oder wie sehr sich das Bildergebnis denn verschlechtert, wenn man diese Schutzkappe drauf lässt oder ob sie eventuell in bestimmten Situationen draufgelassen werden kann und man den Unterschied gar nicht so sehr merkt. Hier oben drauf haben wir dann einmal den Akku. Der Akku wird seitlich mit diesen beiden Tasten gelöst. Das heißt, wenn ich hier jetzt einmal die beiden Tasten reindrücke, dann kann ich den Akku entnehmen. So sieht der Akku aus. In der Standardausführung ist, wie gesagt, ein Akku dabei und in der Fly More Combo, da sind dann nochmal zusätzlich zwei Akkus mit dabei, sodass wir also insgesamt drei Akkus haben. Flugzeit wird angegeben mit über 20 Minuten. Ich bin da immer ein bisschen konservativ. Die Angaben von den Herstellern sind meist sehr, sehr hoch gegriffen und da pfeift der Akku dann schon auf dem letzten Loch, um diese Flugzeiten zu bekommen. Deswegen, ich gehe von gut 20 Minuten aus, aber natürlich werde ich auch das testen. Gucken wir uns mal an, was das für ein Akku ist. Ich gehe mal davon aus, dass das hier draufsteht. 3830 mAh, 11,4 Volt. Das heißt, das müsste dann 3,7, 6, irgendwas, ein 3S-Akku müsste das dann sein. Und der hat dann, da steht das hier drauf, 43,6 Wattstunden. Das heißt, völlig problemlos, den kann ich völlig problemlos im Flugzeug mitnehmen und transportieren. Zwei Stück davon auf jeden Fall ohne Probleme. Hier ist noch so ein kleiner Schutz, wo erklärt wird, wie man die Power ein- und ausschaltet, also sprich, wie man den Copter ein- und ausschaltet. Das nehme ich hier jetzt einmal ab. Vorsichtig. So. Setz den Akku hier wieder ein. Zack. Und das war's. Damit ist einmal der Copter vorbereitet. Den stellen wir jetzt einmal hier rüber und schauen uns jetzt einmal die Fernsteuerung an. Wir haben hier die beiden Antennen, hoffe ich zumindest, dass das die beiden Antennen sind. Jawohl, das sind die beiden Antennen, die wir einmal nach oben klappen. Die können dann hier noch zusätzlich nach hinten geklappt werden, um sie entsprechend senkrecht nach oben auszurichten. Wir haben hier, wie gesagt, ein kleines Display. Da gucken wir gleich mal
was da drauf passiert. Und an der Rückseite seht ihr, das ist quasi wie bei der Phantom 4 und Inspire Fernsteuerung, seht ihr zwei Drehräder. Einmal hier das rastende Drehrad. Ich gehe auch da hiervon aus, dass hier die Blende eingestellt wird. Und dann hier das Drehrad, ja, wie so eine kleine Wippe. Und damit wird vermutlich die Neigung der Kamera eingestellt. Also wenn Phantom 4 fliegt, der dürfte sich damit ganz schnell zurechtfinden. Dann haben wir hier einmal die Taste mit dem roten Punkt, Start Videoaufnahme, und auf der anderen Seite die Taste mit dem kleinen Kamerasymbol drauf. Damit wird dann einmal ausgelöst, um ein Foto zu machen. Auf der Vorderseite oder Oberseite der Fernsteuerung haben wir dann einmal hier den Einschaltknopf, den betätigen wir dann gleich. Hier gibt es einmal einen Knopf, der danach aussieht wie Return to Home, eine Pausentaste, und hier unten ist ein kleiner Joystick. Ich gehe mal davon aus, dass man mit dem dann durch die Menüs navigieren kann. Dann haben wir hier an der Seite einen Anschluss, denke ich zumindest. Ich mache das hier mal ab. Jawohl, hier ist einmal ein Anschluss. Hier wird, vermute ich mal, das Smartphone dran angeschlossen. Lasse ich hier jetzt einmal drin. Das ist in dem Fall ein USB-Anschluss. So, dann haben wir hier drüben einen Knopf. Das ist der Umschalter, um in den Sportmodus zu gehen. Der ist auch genauso beschriftet. Das heißt, einmal nach vorne schieben und dann sind wir im Sportmodus drin. Ja, und an der Unterseite sind hier so zwei Bügel, und diese beiden Bügel kann man ausklappen. So. Ja, und hier kommt dann das Smartphone oder kleine Tablett rein. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren, was hier reinpasst, ob ich da nur ein Handy reinbekomme oder auch ein iPad Mini. Für ein großes iPad dürfte das zu klein sein. Gucken wir aber auch gleich nochmal. Ja, hier an der Seite, hier in dem einen Bügel ist dann der Anschluss drin. Und da muss man jetzt natürlich gucken, ob man ein Gerät von Apple hat. Da müsste dann ein Lightning-Anschluss sein. Oder ob man ein Samsung oder einen anderen Android-Device hat. Da müsste dann hier ein Mini-USB-Stecker sein. Wir gucken mal, was jetzt gerade serienmäßig bzw. im Standard drin ist. Im Standard ist hier ein Lightning-Anschluss. Das heißt, in dem Fall würde also ein Smartphone reinpassen. Hier sind, in diesen Tütchen sind eben die entsprechenden Adapter dann nochmal drin für die Variante Android-Device mit den Micro-USB-Anschlüssen. So, dann wollen wir hier einmal schauen, dass wir jetzt hier gucken, welches Gerät reinpasst. Wir gucken einmal, das ist die Maximalgröße, die hier so reinpasst. Wobei, wenn ich das sehe, nein, das passt nicht rein. Das heißt also, in der Standardvariante kriege ich hier, selbst wenn ich das also so weit wie möglich öffne, kriege ich definitiv kein iPad Mini rein. Und ja, ganz klar, braucht man eigentlich nicht zu erwähnen, und natürlich ein iPad schon gar nicht. Also, es bleibt dann einmal ein iPhone. Hier an der Seite, wie gesagt, ist der Anschluss, und da muss dann eben das einmal reingesteckt werden. Hier ein kleines bisschen gegenhalten, dass es richtig drin sitzt. Jawohl. Und auf der anderen Seite dann auch. Bügel einmal zusammenschieben. Ja, und dann sieht das Ganze zum Schluss so aus. Einmal Fernsteuerung mit dem entsprechenden Smartphone darunter. So, schalten wir das Ganze ein. Einschaltknopf ist hier oben. Einmal drücken, zweimal drücken. Das bekannte Piepen kommt. Ganz klar, er kann natürlich jetzt nicht connecten, weil der Kopter nicht eingeschaltet ist. Das werden wir jetzt einmal machen. Dazu muss ich allerdings einmal, da ich nicht möchte, dass ich hier im Haus, falls sich der Mavic entscheiden sollte,
zu starten. Man kann ihn zwar Indoor fliegen, aber hier im Studio möchte ich das natürlich nicht haben. Einmal die Propeller ab, einschalten, wieder einmal, zweimal drücken. Gucken wir dann hier einmal drauf. Connecting, auch da wieder der klassischer Einschaltmodus. Er sagt Low Battery. Ja, die werden wir gleich dann noch einmal laden, die Batterie. Aber die Verbindung ist schon zustande gekommen. Jetzt müssten wir dann einmal die DJI Go App aufrufen. Da ein ganz wichtiger Punkt. Aktuell rausgekommen vor wenigen Tagen ist die DJI Go App in der Variante 4.0. Und genau die ist für den Mavic, für den Phantom 4 Pro und für den Inspire 2. Das heißt, ihr solltet jetzt den Wechsel machen von der alten DJI Go App auf die neue DJI Go App 4.0, um damit den Mavic zu fliegen. Ich öffne die jetzt hier einmal. Ihr seht hier auf dem Display habe ich jetzt noch die beiden Apps drauf. Einmal die alte DJI Go und die neue, die 4er. Und ich öffne jetzt einmal die DJI Go App 4. Jetzt ist hier einmal die Frage, soll die Firmware aktualisiert werden? Das mache ich jetzt nicht, das mache ich nachher. Es erscheint jetzt hier das Bild des Mavics. Ich tippe hier einmal auf Go Fly und ich muss ihn dann einmal aktivieren. Sage weiter und trage hier jetzt einmal meinen Namen des Fluggerätes ein. Die heißen bei mir alle Copter College, logischerweise. Copter College und dann Mavic. Fortsetzen. Dann fragt er nach dem Flugmodus, also sprich, wie die Fernsteuerung eingestellt werden soll. Da bleiben wir bei Modus 2. Dann fragt er, wie die Tasten C1 und C2, das sind hier unten drunter, belegt werden sollen. Das mache ich nachher dann sowieso nochmal individuell. Dann fragt er nach imperial oder metrisch. Ich möchte in Deutschland natürlich metrisch haben. Entschuldigung, einmal zurück. Hier unten können wir dann auch gleich noch auf PAL gehen. Dann fragt er, ob ich im Anfängermodus fliegen möchte. Nein, das möchte ich nicht. Und dann soll das Ganze einmal aktiviert werden. Dazu müsst ihr entweder euren bereits vorhandenen DJI-Account wählen oder einen neuen DJI-Account anlegen, falls ihr nicht schon einen Copter von DJI habt. Dann drücken wir hier einmal aktivieren. Und dann möchte ich hier in die Anfänger-Tutorials. Da kriegt ihr jetzt ein bisschen was erklärt zu dem Copter. Das überspringen wir jetzt einfach und sagen fortsetzen. Einmal abbrechen hier, einmal selber kurz lesen. Nein, ich möchte keinen Care haben. Jetzt sind wir in der Einstellung wieder drin. Copter ist aktiviert. Go Fly. Und da haben wir dann das Bild. Dreh das einmal hier rum. Und da seht ihr dann das Display mit den Informationen, allem, was dazugehört. Und der Copter ist aktiviert. In dem Fall niedriger Akkustand. Zeige euch das einmal. Das wird hier auch signalisiert auf der Rückseite durch das Blinken der roten Lampe. Das heißt also, ich muss jetzt den Akku hier einmal laden, um weiter arbeiten zu können. Hier oben im Display sind die wichtigsten Informationen drin. Das heißt die Verbindungsqualität, Low Battery, wir haben die Höhe und so weiter. Also hier werden uns nochmal ganz viele Informationen angezeigt, was ich als sehr angenehm empfinde, denn die wichtigsten Informationen auf einen Blick zu haben, finde ich sehr praktisch, denn gerade bei Smartphones, die sind nicht sonderlich hell und das Crystal Sky Display, das neue Display von DJI, was ja auch für den Mavic geeignet ist, ist noch nicht auf dem Markt. Das finde ich sehr schön, weil das eben deutlich heller ist als ein Smartphone-Display.
Hier eben die schöne Unterstützung über das kleine Display. So, bevor ich in die Menüs reingehe und euch einen ganz kurzen, schnellen Überblick über die Menüs gebe, nochmal ein Punkt zum Thema Gimbal. Ich habe, während ich den Akku geladen habe, da nochmal genauer drauf geguckt. Und zwar, ich hatte ja von diesem Plastikschutz hier gesprochen, den der Gimbal umgibt. Ja, ein wichtiger Punkt. Unten drunter ist nochmal eine Gimbal-Verriegelung, die runter muss, bevor man überhaupt losfliegen kann, um den Gimbal einzustellen. Das heißt, ich muss einmal hier diese Plastikhülle abnehmen und habe dann hier unten drunter nochmal den Gimbalschutz, um den Gimbal überhaupt frei rotieren zu lassen. Und den muss ich hier einmal rausnehmen. So sieht er aus. Das heißt, das ist der Schutz, der da einmal raus muss. Erst dann kann der Gimbal hier sich frei bewegen. So, dann stellen wir den Kopter hier einmal hin. Akku ist jetzt etwas geladen, schalten ihn wieder ein. Ihr seht, Connecting, die Verbindung wird hergestellt. Der Gimbal kann jetzt auch frei rotieren und kann sich hier einmal justieren. Und jetzt wird über den hinteren Knopf, ihr seht jetzt gleich, wie die Kamera nach unten schwenkt, über den hinteren Knopf hier an der Fernsteuerung, dieser Seite, da hinten ist der Knopf, da kann ich wie gehabt, wie beim Phantom 4, die Kamera nach oben und unten schwenken. Ihr seht das hier auch im Display, das heißt hier auf dem Display wird einmal hier dieser Punkt zeigt, welche Position die Kamera hat, einmal ganz nach unten senkrecht und einmal in die Waagrechte. Man kann das auch noch so einstellen, dass sie über die Waagrechte hinaus ein kleines bisschen nach oben geht. Gucken wir uns einmal ganz schnell die Display-Anzeigen an. Er zeigt hier GPS-Mode, das heißt, wir sind im kontrollierten GPS-Modus. Der Kopter hat Verbindung und würde somit also an der Position in der Luft automatisch stehen bleiben, ohne dass wir irgendwelche Steuermanöver machen müssen. Angezeigt wird das auch hier durch die Anzeige Bereit GPS. Hier wird also einmal angezeigt, dass der Kopter im GPS-Modus fliegt. Hier werden mir dann einmal angezeigt, wie viele Satelliten ich hier oben habe. Das ist natürlich hier unterm Dach nicht sonderlich viel. Dann die Stärke der Verbindung zur Fernsteuerung und die Verbindungsstärke zum FPV-Signal, also zum Bildübertragungssignal. Dann Akku 31%. Ja, ich habe den nur kurz aufgeladen. Ihr seht, der ist natürlich jetzt nicht voll. Hier hinten haben wir dann die Möglichkeit, in das Einstellmenü reinzugehen. Wenn ich hier also einmal drauf tippe auf diesen Punkt, dann komme ich in das Einstellmenü und ihr seht jetzt hier die einzelnen Punkte auch entsprechend aufgeführt, so wie sie oben auch in der Leiste sind. Wir haben also hier einmal die generellen Einstellungen, dann die Einstellungen für die verschiedenen Sensoren, Einstellungen für die Fernsteuerung, für die Bildübertragung, dann einmal Akku und Akkukapazitäten, hier unten dann die Einstellungen für den Gimbal, ja, und ganz unten dann die generellen Einstellungen, die hier möglich sind. Seht, da ist relativ viel, was hier eingestellt werden kann. Und ganz wichtig, ganz hier unten unter Über, da habt ihr immer die Möglichkeit zu sehen, mit welcher App und mit welcher Firmware-Version ihr aktuell fliegt und auch die Seriennummer eures Kopters, denn das ist die Seriennummer, die ihr dann auch braucht, um die Freischaltungen in den No-Fly-Zones zu machen. Wenn wir einmal aus dem Menü rausgehen, wie gesagt, da gibt es dann nochmal ein Video dazu, wo ich da ganz detailliert auf alle Punkte ganz individuell eingehe.
Gibt es eine Sache, wenn ich jetzt hier oben, wir haben jetzt schon wieder niedrigen Akkustand, wenn ich hier oben einmal auf dieses Feld tippe, dann gibt es hier sozusagen eine Gesamtübersicht, das heißt einen kompletten Status über den Kopter. Da wird mir dann hier oben einmal angezeigt, Status normal, welcher Flugmodus, ob die, dann ob eine Kompasskalibrierung, eine IMU-Kalibrierung, ESC, Electronic Speed Control der Motoren erforderlich ist und so weiter. Das heißt, hier kriegen wir nochmal eine Übersicht über alle Funktionen, auch die Akkutemperatur, Fluggeräte-Akku, dass der jetzt auf dem niedrigen Stand ist. Die Kapazität der Speicherkarte wird mir hier unten einmal angezeigt. Das heißt, hier habe ich alle wichtigen Informationen. Und hier wird mir dann auch angezeigt, wenn ich ein Firmware-Update zu machen habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal drauf tippe auf Normal, seht ihr, dass mir hier aktuell nichts angezeigt wird. Ich glaube allerdings, dass ich entweder gerade nicht im WLAN-Netz drin bin oder es ein Verbindungsproblem gibt, denn normalerweise sollte eigentlich jetzt ein Firmware-Update angezeigt werden, denn es hat aktuell eins gegeben. Kann natürlich auch sein, dass der Kopter schon mit der neuen Firmware ausgeliefert wurde. Also hier würde auf jeden Fall dann die Information drinstehen, dass eine neue Firmware zur Verfügung steht und dass die entsprechend aufgespielt werden muss. Neben den Menüeinstellungen hier in der oberen Leiste haben wir dann einmal hier verschiedene Einstellungen für die Fernsteuerung und die Flugmodi. Einmal diese Taste hier ist, damit der Kopter automatisch startet. Darunter dann die Return to Home und hier unten die Fernsteuerungstaste ermöglicht es uns, in die verschiedenen intelligenten Flugmodi reinzugehen, die ich euch natürlich auch noch ganz ausführlich erklären werde und noch mal ganz ausführlich erklären werde, was ihr mit den einzelnen Flugmodis machen könnt. Man kann hier dann noch einmal weiter blättern und hat hier dann auch noch die Möglichkeit, Waypoint, Homelock und Kurslock zu machen. Also ihr seht, hier sind diverse Möglichkeiten, die wir haben. Wie gesagt, ich werde es euch da noch mal ganz ausführlich erklären, was die einzelnen Optionen bedeuten und wie man damit umgeht. Wir gehen hier wieder in die Normaleinstellung und auf der anderen Seite sind hier dann die Einstellmöglichkeiten für die verschiedenen Kameraoptionen. Das heißt, ich habe hier als erstes die Umstellung zwischen Foto und Video. Indem ich hier einmal kurz drauf tippe, schalte ich dann einmal entweder in den Videomodus, das ist dann mit dem roten Knopf, oder in den Fotomodus, das ist quasi der ganz normale Auslöser um. Und hier unten habe ich die Möglichkeit, in den Menüpunkt reinzugehen und habe hier dann die diversen Einstellungen für die Kamera mit der Belichtungszeit, Belichtungskorrektur, ISO-Empfindlichkeit und kann hier dann die einzelnen Einstellungen machen. Nächster Punkt, wenn ich hier auf den Punkt Foto gehe, habe ich hier die Einstellungen für Foto, einmal Bildgröße, Bildformat, Weißabgleich, Stil, Farbe, das war's. Ihr seht, hier sind die verschiedenen Weißabgleichseinstellungen zum Beispiel. Also immer, wenn ich hier auf einen der Punkte drauf tippe, dann kriege ich die entsprechenden Einstellungen. Ja, ihr seht hier bei der Übersetzung, da ist so ein bisschen noch leichtes Chaos angesagt. Das eine ist 4:3, das andere ist 16:9. Da stehen aber nur irgendwelche merkwürdigen Werte dahinter. Also so richtig übersetzt ist die 4.0 noch nicht. Aber man sieht ja an den Symbolen, was es sein soll. Und der letzte Punkt hier hinten, das kleine Zahnrad, da habe ich dann nochmal individuelle Einstellmöglichkeiten. Das heißt, ich kann mir hier ein Histogramm aufrufen, ich kann hier verschiedene Sachen aktivieren und deaktivieren, mir in Hilfslinien einblenden und. Das heißt also diverse Möglichkeiten. Wenn ihr jetzt euch fragt, ja, das ist ja ganz toll, aber ich möchte natürlich jetzt auch irgendwie meine Videoformate einstellen. Wo sind die denn? Na, kleiner Trick, da muss man dann hier einmal eben in die Videoeinstellungen gehen und dann wird hier oben aus diesem Symbol für die Kamera, das ändert sich zwar nicht, sollte sich eigentlich in eine Videokamera ändern, tut es aber nicht, aber ich habe hier dann die Einstellungen für die Videoaufnahme. Das heißt also hier das Videoformat, wo ich sagen kann MOV oder MP4 und natürlich ganz wichtig, Entschuldigung, jetzt bin ich hier aber rausgeflogen, und natürlich ganz wichtig, mit meinen dicken Fingern ist das immer so ein bisschen
Bisschen tricky. Ich muss hier oben, wo ist denn da der Rückgehpunkt? Hat DJI den Rückgehpunkt vergessen? Ah, da ist der Rückgehpunkt. So, und hier habe ich natürlich dann auch die Einstellung der Videogröße. Das heißt, wenn ich hier drauf tippe, dann habe ich hier meine 4K-Einstellungen, habe hier meine 2,5K-Einstellungen und hier unten 1920x1080, da habe ich dann meine Full-HD-Einstellungen, die auch dann erst angezeigt werden. Also man darf sich da nicht verwirren lassen. Viele sagen, ja, ich kann die Framerate gar nicht einstellen. Doch, aber man muss dann erstmal individuell auf diesen Punkt drauf tippen. Genauso hier oben, wenn ich hier die 4K-Aufnahme machen möchte, in Ultra-HD oder in normalem 4K, wähle ich hier einmal den Punkt und dann kriege ich hier meine beiden Framerates angezeigt, 24 oder 25. Und das Gleiche gilt dann eben hier oben. Hier habe ich dann nur noch 24. Das heißt also, man muss immer auf den Punkt drauf tippen, um dann die entsprechend verschiedenen Framerates angezeigt zu bekommen. Also wichtiger Punkt, wer das jetzt nicht hat und sagt, oh, ich möchte jetzt aber die Fotoeinstellungen, dann einmal hier wechseln von Foto auf Video und ihr seht, in dem Menü wechselt dann die jeweilige Einstellung. Einmal hier unten wieder drauf tippen und das Ganze verschwindet. Hier unten habe ich die Wiedergabetaste. Das heißt, wenn ich jetzt ein Foto mache, einmal Klick. Ich habe hier hinten einmal den Auslöser auf der Rückseite benutzt. Ich kann natürlich auch hier über den Auslöser einmal drücken. Das ist auch. Dann einmal hier die Wiedergabetaste drücken und ihr seht, die beiden Fotos, die ich gemacht habe, werden mir dann hier entsprechend angezeigt und mit zurück komme ich wieder in den normalen Bildschirm rein, in dem ich mich eben befunden habe. Hier oben ist dann noch einmal ein gelber Punkt, der wahlweise in einen grünen gewechselt werden kann. Ihr seht, einmal drauf tippen gelb, nochmal drauf tippen grün. Ist er gelb, dann ist es die Belichtung. Das heißt also, hier wird dann einmal die Belichtung gemessen und ihr seht das, da steht dann drunter Exposure. Das heißt, wenn ich jetzt hier in diesen dunklen Bereich gehe, dann seht ihr, wie das hier entsprechend die Belichtung angepasst wird. Gehe ich in den hellen Bereich, wird die Belichtung auf den hellen Bereich angepasst. Das heißt, ist das gelb, arbeite ich mit Exposure. Gehe ich in grün, dann habe ich hier die Fokussierung. Das heißt, das ist mein Autofokuspunkt. Und das ist auch schon einer der Unterschiede zur Phantomkamera. Die Phantomkamera arbeitet mit einem fixen Fokus. Das heißt, da kann ich nicht fokussieren auf nah oder fern. Hier bei Mavic kann ich genau das machen. Da habe ich die Möglichkeit, entsprechend zu fokussieren, indem ich eben mit dem Punkt einmal hier antippe und entsprechend auf nahen oder fernen Bereich fokussiere. Wie gesagt, Umschaltung geschieht, einmal hier drauf tippen, dann habe ich einmal Belichtungsmessung oder Autofokus. Hier unten ist dann noch einmal die Karte eingeblendet. Und wenn ich da dann drauf tippe, dann kriege ich hier einmal die Kartenansicht angezeigt und habe hier dann die Möglichkeit, über die verschiedenen Layer zu sagen, ich möchte zum Beispiel die Hybridansicht, die dann entsprechend geladen wird und dann seht ihr genau, wo der Kopter aktuell steht und wo ich mein Video drehe. Nochmal drauf geklickt hier unten auf das kleine FPV-Bild und ich bin wieder in der entsprechenden Ansicht, kann also immer hier zwischen den beiden Ansichten hin und her schalten. Möchte ich die hier unten nicht haben, kann ich die auch komplett ausblenden, indem ich hier einmal auf diesen Punkt tippe und dann kriege ich angezeigt die Ausrichtung des Kopters, das heißt also hier unten einmal die Windrose angezeigt, die mir zeigt, in welche Richtung der Kopter in Bezug auf die Fernsteuerung steht. Nochmal hier unten drauf getippt, wo ist das Feld? Zack, dann bin ich wieder in der Kartenansicht. Also wer diese Einstellung vermissen sollte und sagt, Mensch, vom Phantom 4 bin ich das aber gewohnt. Ja, das ist richtig, da ist es, sind beide Anzeigen gleichzeitig vorhanden. Das heißt, ich habe auf der linken Seite einmal meine Windrose mit der Ausrichtung des Kopters und auf der rechten Seite dann die Kartenansicht. Auch da, wenn ich ein entsprechend großes Tablett verwende, natürlich nur. Hier ist aufgrund des knappen Platzes, hier passt ja aktuell eben nur das Smartphone rein, hier ist es eben so, dass es eine Kombi-Anzeige ist und durch Tippen auf diese kleine Windrose hier oben, na, dicker Daumen,
komme ich dann eben in die Windrosenansicht, Ausrichtung Kopter, nochmal drauf tippen und ich bin in der Kartenansicht. Hier oben in der Zeile werden mir nochmal die wichtigsten Informationen der Kamera angezeigt. Das heißt, hier sehe ich also einmal die ISO-Empfindlichkeit, Belichtungszeit, dann eine Belichtungskorrektur, welchen Belichtungsmodus ich habe, dann, dass ich JPEG aufnehme, wie viele Restaufnahmen ich machen kann. Und hier unten, dort in diesem Bereich, werden mir sämtliche Flugdaten angezeigt. Also die Entfernung, die Höhe, die Fluggeschwindigkeit nach oben und unten, also Vertical und Horizontal Speed werden mir angezeigt. Und VPS, das ist die Sensorik, die hier unter dem Kopf darunter ist. Wir haben hier an dieser Stelle haben wir wieder die Module drunter, mit der die Höhe präzise ermittelt wird. Das ist also genau oder das ist ähnlich oder adäquat zu dem, was wir hier unten unter dem Phantom 4 drunter haben, Inspire auch. Das ist die Sensorik, die hier die Höhe präzise ermittelt. Das sind also erstmal so die wichtigsten Funktionen und wichtigsten Einstellungen, die wir in der App haben. Wie gesagt, ich gehe da natürlich nochmal detailliert drauf ein und werde euch das nochmal detailliert vorstellen, die einzelnen Funktionen und die einzelnen Einstellungen dann in der App. Noch ein Hinweis, ihr hattet ja eben den Punkt bekommen, dass wir eine bestimmte Kapazität auf der Speicherkarte haben. Ja, und hier hinten an dieser Stelle, hier, da ist die Micro-SD-Karte, hier ist der Slot für die Micro-SD-Karte und da werden die Videos und Fotos dann entsprechend drauf gespeichert. Also nicht mehr fummelig an der Kamera, sondern sehr schön hier ins Gehäuse integriert. Und auch für etwas größere Hände halbwegs gut zu entnehmen. Hier, wie gesagt, die Speicherkarte dann. Wir schließen das Fach. So. Ja, das war die erste Vorstellung des Mavic. Ich schalte ihn jetzt einmal wieder aus und zeige euch noch, wie der Akku geladen wird. Nochmal zur Erinnerung. Hier sind die beiden Tasten. Mit diesen beiden Tasten links und rechts entriegeln wir den Akku, nehmen den dann einmal raus. Hier sind die Anschlüsse. An dieser Stelle sind die Anschlüsse des Akkus. Ja, und dann einfach hier Ladegerät und den Stecker. Da kann man nicht viel falsch machen. So sieht der Stecker aus, so sieht der Anschluss aus. Und das Ganze dann einfach da reinstecken und das war's. Ich glaube, man kann es auch tatsächlich wieder, egal wie rum, reinstecken. Ja, das ist völlig wurscht. Ich habe also die Möglichkeit, das zumindest, gehe ich mal davon aus, in beide Richtungen einzustecken. Jetzt lädt er nicht. Also, gucken wir nochmal, andersrum. Dauert einen kleinen Moment, bis er anfängt zu laden. Doch, es ist egal. Ich kann den in beide Richtungen einstecken, so wie das auch beim Phantom 4 ist. Jawohl, er fängt an zu laden, wunderbar. Wie gesagt, hier gibt es dann noch, wer das große Paket dazu kauft, dann zusätzlich noch den Charging Hub. Und mit dem Charging Hub kann ich dann bis zu 4 Akkus gleichzeitig laden. Beziehungsweise sie werden nacheinander geladen, aber ich kann sie gleichzeitig anschließen und habe somit die Möglichkeit, nacheinander die Akkus zu laden, ohne dass ich die jeweils wechseln muss. So, jetzt bin ich noch gespannt, was verbirgt sich denn in dem Battery-zu-Powerbank-Adapter? Da werfen wir jetzt mal einen Blick rein. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe. Und deswegen möchte ich mir das einmal angucken. Einmal und da kommt er. Wunderbar. Was ist das? Ein USB-Anschluss. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, dieses Teil in den Akku reinzustecken und habe dann hier vorne zwei USB-Buchsen, über die ich dann entsprechend die, vermute ich mal, Fernsteuerung und zusätzlich einen
USB-Device, wie zum Beispiel ein Handy, laden kann. Also eine kleine Anschlussmöglichkeit, um dann entsprechend die Fernsteuerung zu laden. Fernsteuerung laden. Achso, noch eine Sache bei der Fernsteuerung. Wir hatten es beim Initialisieren gehabt. Die Tasten C1 und C2, das sind genau diese beiden Tasten. Wer eine Phantom oder eine Inspire fliegt, kennt die schon. Hiermit habe ich die Möglichkeit, individuelle Funktionen aufzurufen. Wie gesagt, auch da später dann nochmal Details in den folgenden Videos. Große Frage, wie lade ich die Fernsteuerung? Schalte jetzt einmal aus. Wie immer, einmal kurz, einmal lang. Es erscheint dann hier auch die Meldung Shutdown. Ich wiederhole das nochmal, dann sieht er das. Einmal einschalten. Connecting. Geht jetzt natürlich nicht. Nochmal ausschalten oder nochmal drücken und dann kommt Shutdown. Zack, da ist es. Ja, und jetzt bauen wir das Smartphone hier wieder aus. Einfach die beiden Hebel zur Seite schieben. Ja, hier ist einmal ein Anschluss. Das dürfte ein USB-Anschluss ist oder ein externer Anschluss. Das ist der USB-Anschluss. So, das heißt, an den Anschluss, wo eben das Smartphone war, kommt das jetzt rein. Jetzt stecken wir das hier einmal ins Ladegerät und gucken, was passiert. Wenn da jetzt irgendwas erscheint mit Laden, ha! Es erscheint Charging. Wunderbar! Also, das heißt, wir laden über die seitliche Buchse, da wo auch dann das Smartphone mit dem Kabel angeschlossen wird. Ja, für was der Anschluss hier unten ist, Zusatzgeräte, Zusatzmonitor, irgendwelche Zusatzfunktionen etc. pp. Aber geladen wird es tatsächlich hier seitlich über diesen Anschluss. Das war die Vorstellung des DJI Mavic Pro, dem ultrakompakten Quadrocopter von DJI, das neueste Modell, was jetzt endlich langsam die Piloten erreicht. Ich muss sagen, ich bin begeistert von der Größe und von dem Gewicht des Copters. Es gibt dazu ja die kleine Tasche, die bei der Fly More Combo dabei ist. Die passt an den Gürtel ran. Ja, und da kann ich meinen Copter immer mitnehmen auf Wanderungen, auf Radtouren oder wenn ich einfach so unterwegs bin, im Auto einfach hinten rein, der nimmt keinen Platz weg. Also von daher die kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht und auch der schnelle Aufbau, das begeistert mich. Was ich in den nächsten Videos testen werde, ist natürlich die Bild- und Videoqualität. Hier nochmal der Hinweis, 12 Megapixel. Kleiner Sensor, das heißt also ähnlich wie die DJI Phantom 4, natürlich nicht wie die neue Pro mit dem 1 Zoll Sensor, davon ist der Mavic entfernt, ganz klar natürlich auch wegen seiner kompakten Bauweise und wie ihr seht der kleinen Kamera. Aber ich denke, für die meisten Einsätze unterwegs reicht er völlig aus, zumal er spannende neue Flugfunktionen hat. Und die werde ich natürlich auch in einem meiner nächsten Videos testen. Follow me, Tap-Funktion, Tap-Flight-Funktion und. Da ist einiges Spannendes dazugekommen, was den Mavic zu einem, ja, immer dabei unterwegs Copter macht. Ich bin gespannt, wie er sich in den nächsten Tests von mir beweist. Ich werde die nächsten Tage mal damit fliegen gehen und dann weitere Videos machen. Einmal natürlich zu der App, gerade für Einsteiger, die das erste Mal so einen Copter fliegen. Für die ist es natürlich ganz wichtig zu verstehen, was man alles in der App überhaupt einstellen kann. Und das werde ich natürlich vorstellen. Dann die verschiedenen Flugmodi und natürlich auch nochmal was zu dem Thema Kameraeinstellungen, Belichtungszeit, ISO, da die Zusammenhänge. Die Kamera hat einen manuellen Fokus, auch dazu werde ich ein bisschen was sagen. Also, da kommt noch einiges auf euch zu zum Thema Mavic Pro von DJI.
Solltet ihr euch für den Copter interessieren oder für einen der anderen Copter von DJI, den Phantom 4, den Phantom 4 Pro, Inspire 1, Inspire 2, Mattress 100 oder 600, vielleicht auch das Thema Wärmebildkamera für euch interessant sein, meldet euch gerne bei mir über meine Seite www.coptercollege.de. Da findet ihr all meine Kontaktinformationen. Ich berate, ich schule und ich verkaufe. Im Frühjahr geht es wieder weiter mit dem Copter College auf dem Flugplatz in Tornesch-Ahrenlohe. Davor gibt es wahrscheinlich noch ein kleines Event, wo ich die neuen Copter alle vorstellen werde. Dabei natürlich auch den Mavic, die Phantom 4 Pro und den Inspire 2. Also meldet euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr individuelle Pakete zusammengestellt haben möchtet, wenn ihr Beratung haben möchtet. Vielleicht könnt ihr euch nicht entscheiden, ob ihr ein Phantom 4 nehmen sollt oder den Mavic nehmen sollt. Auch dabei kann ich euch natürlich weiterhelfen, denn alle Copter sind hier bei mir im Hangar für die Vorführung bereit und um euch zu zeigen, wo die Unterschiede liegen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch etwas weitergebracht. Es ist ja erst der erste Teil für den Mavic. Wenn es gefallen hat, dann bitte ein Like und natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß, gute Flüge und wie immer, tschüss und moin moin.